Guten Tag, schönen Tag. Es ist schön, Sie hier zu sehen, Ihre hier zu sehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Abschlussgespräch für das literarische Tandem von Desiré Schneider. Ganz kurz ein Wort: Was ist das literarische Tandem? Jetzt in dem Fall haben wir Desiré Schneider, eine Nachwuchsübersetzerin, selektiert und in Verbindung gebracht zum Mentoring mit einem Berufsübersetzer, Tobias Schäffel. Die zwei sehen Sie auch jetzt schon auf dem Bildschirm. Desiré war hier für 6 Wochen, hat hier gewohnt in Freiburg, in einer sehr, sehr merkwürdigen Zeit, hat es aber geschafft, in regelmäßigen Austausch mit Tobias Schäffel, ja, über ihre Arbeit, über die Entwicklung weiterzureden. Dieses Programm ist eine Kooperation zwischen dem Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität, dem Literaturhaus der Stadt Freiburg und dem Centre Culturel Français Freiburg. Und ich bin Florence Dankon, die Leiterin davon. Und freue mich sehr, hier Desiré sehr herzlich zu begrüßen. Und bin sehr gespannt auf das, was sie uns erzählen wird, ja, zusammen mit Tobias, den ich auch sehr herzlich begrüße. Kurz vorstellen möchte ich jetzt Herr Dr. Fiedler-Plass vom Frankreich-Zentrum, der die beide gut kennt und ganz neulich erst einen Workshop mit Desiré hatte. Herr Fiedler-Plass, Guillaume wird das Gespräch moderieren. Ich bin sehr gespannt auf, was wir jetzt so hören werden. Danke. Guillaume, bitteschön. Guten Morgen, Desiree, guten Morgen, Tobias, guten Morgen alle. Ich würde mit deiner ersten Frage an dich, Desiree, anfangen. Und zwar, wie bist du zum Beruf der Übersetzerin gekommen? Hast du schon, bevor du an diesem Projekt gearbeitet hast, andere Bücher oder andere Texte übersetzt? Dass du ein bisschen erzählst, genau, was dein Parcours, wie man auf Französisch sagt, bis jetzt war. Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Also ich bin ja eigentlich schon, weiß ich schon lange, dass ich gerne Literaturübersetzerin werden möchte. Ich war ja schon immer ein Bücherwurm und habe mich auch, ja, also das Französische hat mich auch schon immer sehr begeistert und fasziniert. Und deshalb, ja, ich glaube, in der 9. Klasse habe ich entschieden, dass ich gerne Literaturübersetzerin werden möchte. Und deshalb bin ich dann auch nach dem Abitur nach Frankreich gegangen zum Studium, damit ich halt so ein bisschen noch über das Schulfranzösisch hinaus wirklich die Kultur kennenlernen könnte und ja, die ganzen Details in der Sprache ja, besser verstehen würde in den Büchern, die ich dann übersetze. Und genau, also ich habe den Master habe ich in Literaturübersetzen gemacht in Angers und da habe ich gleichzeitig ein Kriegstagebuch übersetzt. Nicht lektoriert, also auch das Kriegstagebuch selbst ja, sehr authentisch. Das war wirklich sehr spannend, sehr lehrreich und ja, das war so mein erstes größeres Projekt in dem Sinne. Wie bist du auf Und dieses Kriegstagebuch gekommen? das war eine Kommilitonin, deren Vater dessen Nachbar, das war so eine über verschiedene Ecken, also das war der Sohn des Kriegsgefangenen tatsächlich, der gerne die Tagebücher seines Vaters veröffentlichen wollte und auf Deutsch übersetzt haben wollte. Genau. Also das war so über verschiedene Ecken entstanden. Es war wirklich ja, sehr interessant. Da habe ich auch in Berlin dann im Dokumentationszentrum Schöneweide sehr viel recherchiert, weil er da auch zwischendurch war in der Gegend. Also das war sehr, sehr interessant an der Übersetzung, aber auch sehr schwierig, weil ja natürlich der Text an sich auch sehr authentisch geschrieben war. Also genau. Wahrscheinlich auch verbunden mit ziemlich viel Recherchearbeit zum Kontext von damals. Ja, definitiv, ja, genau. Also er ist sehr viel als Kriegsgefangener rumgezogen sozusagen, also wurde von einem Zentrum zum nächsten geschoben und er hat natürlich auch die deutschen Begriffe wie ein Franzose, auch so wie er es gehört hat, aufgeschrieben. Und das war dann auch teilweise ziemliche Ratearbeit, Ratespiel. Was meint er denn jetzt und so? Und es war, ja,
da habe ich im Dokumentationszentrum Schöneweide wirklich sehr viel rausgefunden, was er da auch gemeint hat. Das war wirklich sehr interessant. Ja. Genau, und ansonsten habe ich jetzt nach dem Studium, war es doch recht schwierig, bei den Verlagen so Kontakte zu schließen, da einen Fuß in die Tür zu setzen sozusagen. Und ich habe letztes Jahr Teile eines Fahrradferienführers sozusagen übersetzt. Das war wirklich sehr interessant. Das war wirklich in ganz Frankreich die Gegenden wirklich sehr schön eigentlich beschrieben, wo man hinfahren sollte, warum und so. Das war auch ganz interessant. Und diesen Sommer konnte ich ein Bilderbuch übersetzen. Es hat mich sehr gefreut. Das war für den Neunmalklug Verlag. Den hatte ich auf einer Buchmesse kennengelernt und schon vor ein paar Jahren und mich da immer wieder gefragt, ob sie nicht was für mich hätten, weil das wirklich ein so schöner kleiner Verlag ist. Und genau, das ist jetzt ein Bilderbuch zur Artenvielfalt. Okay, das ist, offenbar kann man nicht rein literarische Übersetzerin werden, sondern also man kann verschiedene Themenbereiche an verschiedenen Gattungen arbeiten als Übersetzerin. Also das wird ganz freigelassen, in welchem Bereich man tätig sein möchte. Ja, also das hängt, so wie ich das verstanden habe, hängt das einfach davon ab, bei welchen Verlagen man sich dann auch sozusagen vorstellt und wo man sich bewirbt. Also das mit dem Fahrradbuch, das war eher so durch Zufall gekommen. Aber bei dem Neumarktclub Verlag hatte ich mich gezielt beworben. Also, ja. Und ich habe gehört, auch das würde ich kurz erwähnen, das ist dieses Programm, Goldschmidt-Programm, an dem du teilgenommen hast. Vielleicht kannst du kurz ein Wort darüber sagen, weil es für InteressentInnen im Bereich der Übersetzung ein ganz wichtiges Programm ist. Ja, genau. Also das Goldschmidt-Programm der Frankfurter Buchmesse, das ist war für mich Meilenstein eigentlich, dass ich da teilnehmen durfte. Anfang des Jahres, also von Januar bis März, das sind 10 Wochen, wo man zu 10 unter der Leitung von 2 erfahrenen Übersetzerinnen da zusammenarbeitet und reist, also Verlage besucht und haben wir ja in Paris, in Berlin und in der Schweiz haben wir wirklich sehr viele Verlage besucht und in Berlin und in Arles jeweils 3-wöchige Übersetzungswerkstätten gemacht. Also wirklich intensiv da an unseren Übersetzungen gearbeitet. Genau, und das Besondere an diesem Stipendium ist eigentlich auch, dass wir in Tandems arbeiten, also jeweils ein deutschsprachiger Stipendiat oder Stipendiatin mit einem französischsprachigen. Und das war ja wirklich sehr interessant und wirklich, also eine wirkliche große Chance für Nachwuchsübersetzerinnen da reinzukommen. Das heißt, die Erfahrung Übersetzen im Tandem war dir nicht fremd, das kannst du schon? Ja, also in der Hinsicht, das war natürlich ganz anders, weil wir alle Nachwuchsübersetzerin waren in dem Sinn, in der Tandemarbeit und außerdem halt jeweils französisch und deutschsprachig. Also ich hatte dann eine französischsprachige Tandempartnerin, genau. Weil also die Frage an dich, Tobias, hattest du schon eine ähnliche Erfahrung übersetzen im Tandem, auch wenn jetzt tatsächlich, also du ja in diesem Tandem Mentor warst, kannst du das schon, hattest du schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, mehrfach. Also zum einen, also wenn man jetzt sagt, übersetzen im Tandem, das ist ja vielleicht nochmal noch ein anderes Thema. Das habe ich tatsächlich häufig gemacht, mit Kollegen zusammen über Texte übersetzt. Aber was die Mentoratserfahrung angeht, die habe ich auch. Also zum einen war ich tatsächlich vor einigen Jahren jetzt schon 3 Jahre lang der Mentor während des Goldschmidt-Programms. Also wir hätten uns unter Umständen auch schon früher kennenlernen können. Aber ich habe auch sozusagen so individuelle Mentorate schon übernommen. Es gibt vom Deutschen Übersetzerfonds so ein Förderprogramm, die vergeben Stipendien auch für ein sogenanntes Bode-Stipendium. Das ist ein Mentoratsprogramm. Da hatte ich 1-2 Mal teilgenommen als Mentor und hatte auch schon, sagen wir, individuelle Mentorate über die Uni in Lausanne. Da gibt es auch so einen Übersetzungsstudiengang. Und ich
finde, wenn ich das jetzt schon mal gleich vorausschicken kann, einfach das Mentorat etwas ganz Wichtiges in einem Beruf, der, Desirées erste Übersetzung zeigen das so ein bisschen, der ja nicht sehr präzise ist. Also wenn ich ein Handwerk lerne, habe ich eine ganz präzise Ausbildung. Wenn ich Tiermedizin studiere, habe ich auch eine ganz präzise Ausbildung. Und das Übersetzen ist eine Tätigkeit, da kann man viel mitbringen, durch Auslandsaufenthalt, Sprachkenntnisse, Studien aller Art. Aber das Spezifische, worauf es beim Übersetzen ankommt, das vermittelt sich doch noch mal leichter einfach im Austausch von Erfahrenen mit weniger Erfahrenen. Wobei, also das wird ein Thema, das mich beschäftigen wird bei dem Gespräch mit euch. Die Subjektivität der Übersetzer und des Übersetzers auch immer die eigene Subjektivität. Und bei mir wird sich auch die Frage stellen, wie kann man mentorieren, indem man seine eigene Subjektivität als Übersetzer, als Übersetzerin der anderen Person weitergibt oder indem man Ratschläge geben kann, die aber subjektive Ratschläge sind. Aber das ist eine Frage, die ich vielleicht ein bisschen später stellen werde. Jetzt zum Buchprojekt, das dich nach Freiburg gebracht hat. Desiree, kannst du diesen Text, dieses Buch, diese Graphic Novel kurz präsentieren und vielleicht auch erklären, warum du Lust hattest, ausgerechnet dieses Buch zu übersetzen? Ja, also mein Projekt war Banana Girl von Kay Lam. Das ist eine autobiografische Graphic Novel. Und ich habe das Buch entdeckt bei dem Prix UNICEF de Littérature Jeunesse, wo ich immer ein bisschen verfolge. Und da war das Thema 2018 Flucht und Migration von der Entwurzelung bis zum Exil. Und mich hat das Buch, also erstmal zum Inhalt, es geht darum, dass Kay, also die Autorin, in dem Buch 6 Jahre alt ist und eigentlich nur 2 Wochen ihren Vater in Frankreich besuchen soll mit ihrer Mutter. Der Vater meldet sie dann aber Hals über Kopf in der Schule an in Paris und so landet sie ohne langfristiges Visum, ohne ein einziges Wort Französisch zu sprechen, in der ersten Klasse in Frankreich. Genau. Und in der Graphic Novel werden ganz lustig durch diese unvoreingenommenen Augen dieser 6-Jährigen die Missverständnisse erklärt, die dann so einfach entstehen, wenn sie zum Beispiel eine Stunde zu spät zur Schule kommt, weil die Familie die Zeitumstellung nicht kennt oder einfach so kleine Dinge, die dann ja einfach so passieren. Und wenn sie Käse entdeckt in der Kantine oder Schokolade kennenlernt, solche Dinge sind ganz schön beschrieben. Und dann gibt es auch noch ein bisschen ernstere Kapitel, wo auch die Vergangenheit ihrer Eltern während der Kulturrevolution beschrieben wird und ihre Erinnerungen an Hongkong, die 6 Jahre, die sie dort gelebt hat. Und mich berührt einfach an dem Buch, dass es so authentisch geschrieben ist. Also es ist wirklich, man steckt wirklich mit dieser kleinen Kay da drin und entdeckt alles mit ihr. Und sonst hatte ich auch ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, weil mein Schwager tatsächlich, der hatte recht ähnliche Erlebnisse in der Hinsicht. Der ist mit 10 aus China nach Deutschland gekommen. Und daher konnte ich auch mehr nachvollziehen bei dem Buch, wie authentisch es tatsächlich ist und wie schwierig es für die Kinder dann ist, wenn sie dann plötzlich in einem neuen Land leben. Und das ist wirklich sehr, sehr schön in dem Buch dargestellt. Mhm. Aber das ist auch ein Graphic Novel und ich kann mir gut vorstellen, dass damit ganz besondere Schwierigkeiten verbunden sind. War auch ein bisschen so die Lust an Herausforderungen dabei, zu schauen, okay, schaffe ich das, dieses, einen Text mit Bild aus einer Sprache in die andere zu bringen, oder war die Schwierigkeit gar kein Thema und das war eher so die Lust am Text selbst? Ja, also für mich war es tatsächlich das Buch an sich, was mich so, was ich unbedingt übersetzen wollte, was ich einfach nach Deutschland bringen möchte. Dann der Zusatz der Schwierigkeiten mit Text und Bild, dass das so tatsächlich in dem Buch auch oft
ja, eine starke Herausforderung darstellt, das kann man so als Bonus dazu. Aber es war tatsächlich das Buch und der Inhalt an sich, ja, die mich einfach so verzaubert haben. Ja, ja, weil das ist auch eine Kindersprache ein bisschen. Also diese, ich schätze mal, das ist die Sprache einer Sechsjährigen und das ist wahrscheinlich auch diese Schwierigkeit, die Kindersprache, die französische Kindersprache in die deutsche Kindersprache zu übersetzen. Und es war vermutlich auch noch eine zusätzliche Herausforderung. Oder wie ist der Stil von diesem Buch? Ja, also ich denke nicht, dass es ganz wie ein, dass die Sprache einer Sechsjährigen ist. Also ich glaube, Tobias möchte dazu auch gleich noch was sagen. Sag erstmal, Tobias, was du sagen willst. Ich wollte tatsächlich gleich Widerspruch anmelden und hatte den Finger schon oben und dachte dann, es ist ja eigentlich Desirées Text, aber ich kann natürlich die Klappe nicht halten. Ich finde, weil das so was Wichtiges betrifft beim Übersetzen, eben wer spricht und welchen Ton. Und im Grunde genommen sage ich jetzt das, was Desirée auch gerade sagen wollte. Es ist nicht die Sechsjährige, die spricht, aber sie erzählt von sich als Sechsjähriger. So. Also man merkt schon, dass es eigentlich keine Kindersprache ist, sondern es ist die junge Frau oder die jetzt gar nicht mehr so junge Frau, aber jedenfalls die sich in, also sie versucht, glaube ich, aus den Augen einer Sechsjährigen zu erzählen, aber schon mit der Sprache oder einer, ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt ist, also jedenfalls einer durchaus schon länger erwachsenen Person. Ja, jetzt eine Frage für dich, Tobias. Wie hast du genau deine Mentoratsarbeit dir vorgestellt? War das eher, oder hast du dir erlaubt, eventuell so wirklich einzugreifen und zu sagen, das würdest du anders sehen? Oder war es eher so eine Gespräche auf Augenhöhe? Wie stellt man sich das vor? Weil wir haben vorhin dieses Übersetzen im Tandem besprochen, aber das ist dann tatsächlich mit Kolleginnen. Da war die Situation etwas anders. Wie hast du das dir vorgestellt im Voraus? Naja, auch das ist gut, Desirée wird zustimmen oder widersprechen. Das, aber aus meiner Sicht erstmal, ich finde, so, wenn, also für mich ist sozusagen die Grundlage des Mentorats, da kommen zwei Leute zusammen und der oder die eine hat einfach mehr Erfahrung, hat nicht unbedingt mehr Wissen, an manchen Orten ja, an manchen Orten nein. Also meine Erfahrung beispielsweise speziell mit Graphic Novels ist sehr gering. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Bilderbüchern und mit den Problemen, die sowas bedeutet, wenn man wenig Platz hat und auch in der Sprache knapp sein muss. Aber Graphic Novel sozusagen könnte ich auch einen Mentor gebrauchen, so in gewisser Weise. Ich finde, das Mentorat ist für mich etwas, wo ich anhand des Textes sagen würde, wenn es meine Übersetzung wäre, würde ich so und so sehen und würde auf das und das achten. Aber es ist eigentlich immer deine Entscheidung, wie du es dann machst. Also es gibt natürlich Dinge, die ich jetzt mit einer gewissen Erfahrung, die sind falsch oder das kann man so nicht machen, weil, was man dann begründen muss. Aber es gibt ja auch ganz viel Entscheidungen, die man als Übersetzer oder als Übersetzerin trifft, die davon abhängen, wie man das Ganze sieht, wie man das Ganze interpretiert, wie man bestimmte Sachen versteht. Darüber haben wir ganz viel gesprochen bei dem Buch, weil es noch dazu ja ein Buch ist, was sich an junge und auch ältere Leser richtet. Und davon ist bei dem Übersetzen auch manches schon abhängig. Aber ich habe immer versucht wenigstens, manchmal gehen die Gäule dann ja mit einem durch, aber ich habe versucht, sozusagen eher zu zeigen, hier ist es ein Problem oder eine Frage, darüber müsste man nachdenken, aber es ist dein Text, den du dann letztlich schreibst. Und da soll nicht stehen, was ich für richtig halte, sondern sozusagen, ich will den Prozess idealerweise, jetzt etwas pathetisch gesagt, den Prozess anstoßen, der zu einer reflektierten Übersetzung führt.
Ich finde, es ist ein spannendes Thema, weil genauso wie es kein, wenn man Schriftsteller ist oder eine Schriftstellerin, gibt es kein richtiges Buch und kein falsches Buch. Beim Übersetzen kann man vielleicht sagen, dass es schlechte Übersetzungen gibt, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene mögliche gute Übersetzungen. Deswegen kann man sich vorstellen, oder das wäre zumindest meine Vorstellung von diesem Verfahren. Und deswegen ist da die Subjektivität ganz wichtig, weil es ist nicht, weil zwei Subjektivitäten nicht übereinstimmen, dass die eine richtig ist und die andere falsch. Und das finde ich spannend an so einer Tandemarbeit, weil am Ende muss man schon ein bisschen versuchen, zu einer Übereinstimmung zu kommen oder war es gar nicht der Plan, dass es konnte auf jeden Fall Dissens bestehen zwischen euch. Das ist eine Frage gerne an Desiree. Also ich habe keinen Widerspruch einzureichen, was Tobias vorhin sagte. Also ich fand das sehr, sehr angenehm, also dass wir wirklich, dass er mir die Anregung gegeben hat, wo ich noch mehr darauf achten sollte, was ich da vielleicht noch besser machen könnte. Und dass ich, also teilweise habe ich dann die Texte, die wir besprochen hatten, dann nochmal ihm gegeben, um zu schauen, wie findest du meine Lösung jetzt für eine Überarbeitung? Aber ja, also das war schon so, dass klar war, jeder übersetzt anders und er wird das vielleicht anders machen, aber meins ist jetzt auch nicht schlecht. Von daher war das eigentlich schon so wie du jetzt gesagt hast, dass halt jeder anders übersetzt, aber nicht unbedingt perfekt. Ja, ich finde es interessant auch, dass wir seit dem Anfang unserem Gespräch viel von Tandem beim Übersetzen sprechen, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass der Beruf der Übersetzerin des Übersetzers eher ein einsamer Beruf ist, wo man allein vor seinem Text steht und in einem Dialog eventuell mit dem Text eintritt, aber nicht unbedingt mit Kolleginnen oder Kollegen. Ist es doch ganz anders? Nee, es ist grundsätzlich schon so. Man arbeitet, also ich glaube, die allermeisten arbeiten alleine. Aber vielleicht auch, weil das so ist, suchen manche Kolleginnen und Kollegen auch dauerhaft, selten, aber in punktuellen Fällen schon den Austausch. Also jetzt, was das Tandem angeht, hatte ich jetzt in der letzten Zeit und zuletzt tatsächlich als kleine Dreiergruppe eben mehrfach gearbeitet. Und ich finde diesen Austausch, der manchmal auch natürlich aufwendig ist, aber der hat auch immer was Bereicherndes, weil man sich ja auch über Herangehensweise an Texte oder so verständigt. Also da ist es hat immer was noch von einem Lernen oder von einer Weiterentwicklung, diese Art der Arbeit. Wie siehst du das, Desiree? Ja, also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich finde das, jeder liest seinen Text halt schon anders und teilweise fällt einem dann auch vielleicht ein bestimmter Aspekt nicht auf, den man dann auch schon alleine beim Besprechen dann denkt man, ja, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Und das ist schon sehr schön, wenn man dann zusammen einen Text einfach so besprechen kann. Und wie hast du das gesehen? Was waren deine Assoziationen dazu? Und das finde ich schon sehr schön bei so einer Tandem-Mentorats-Zusammenarbeit. Ja. Eine Frage konkret zu eurer Zusammenarbeit bei diesem Tandem. Wie muss man sich vorstellen? Ich habe mich gefragt, habt ihr euch... Also gab es so mehrstündige Brainstorming-Sitzungen oder was eher bei bestimmten Punkten, bei denen du Fragen hattest oder die für dich ein Problem waren, Desiree, dass ihr euch gesehen habt oder getroffen habt, wie ist es konkret, wie hat das stattgefunden? Wie war die Zusammenarbeit? Ja, also ich habe immer ein paar Seiten übersetzt, je nachdem, wie oft wir uns halt getroffen haben, mehr oder weniger. Und das habe ich dann vorher geschickt per Mail mit teilweise auch konkreten Fragen, wenn ich an einer bestimmten Stelle einfach dran hing oder ja, problematisch war. Und und dann haben wir uns getroffen, meistens doch eher stundenweise. Dann ja, teils
die konkrete Textarbeit zu meinen Fragen, die ich erstmal hatte, dann zu sonstigen Anmerkungen, die er noch zu meiner Übersetzung hatte. Und sonst haben wir auch ja ziemlich viel so allgemeine Fragen, habe ich ja mich nicht gescheit da zu fragen, Praktisches zu VG-Wort oder Verträgen und auch ziemlich viel zum Jugend- und Kinder- und Jugendbüchern. Genau, also es war immer so ein Mischmasch eigentlich aus konkreter Textarbeit und allgemeineren Fragen, aber ja. Stimmt, dass du, Tobias, in dem Bereich, du hattest kurz erwähnt, du hast diese Texte von Bernard Friot übersetzt, wenn ich mich nicht täusche, die auch vielleicht eine ähnliche Gattung sind, oder täusche ich mich? Also ja, du täuschst dich. Also Bernard Friot hatte ich tatsächlich immer wieder viel zu tun und wir haben auch zusammen mit Schülern also ein Projekt gehabt, wo Schüler übersetzt haben. Aber aus irgendwelchen schicksalshaften Gründen sind die tatsächlich nie oder fast nicht übersetzt worden und auch nicht von mir. Aber ich habe viel Kinderliteratur oder Kinderbücher und Bilderbücher auch übersetzt. Jetzt tatsächlich nicht dieses Genre, also so eine All-Age-Graphic-Novel oder wie man das benennen würde, aber tatsächlich viele Bilderbücher. Jetzt haben wir viel über dieses Buch gesprochen. Vielleicht ist es Zeit, dass wir uns auch das konkret anschauen, auch wie man übersetzt. Desiree, vielleicht kannst du eine Seite aus dem Buch zeigen und auch aus deiner Übersetzung, dass wir ein bisschen schauen und vielleicht, also dass du den Kontext beschreibst, also was passiert gerade und ein wenig auch, was für Probleme sich gestellt haben und wie du das übersetzt hast. Und ich habe das mir schon ein bisschen angeguckt im Voraus. Ich habe auch ein paar Fragen, weil ich das ganz spannend finde, aber ich lasse dich zuerst das vorstellen. Okay, also ich habe ein Bild, ich teile den schon mal. Ausgesucht, also aus einem Kapitel, wo sie halt in der Schule ankommt und ja, ziemlich viel Neues entdeckt in der Kantine, entdeckt sie den Käse und sie lernt ihre Mitschüler kennen, geht zur ersten Übernachtung zu Freundinnen und ja, also wirklich entdeckt die volle Bandbreite der französischen Kultur. Und bei dieser Seite ist es nun so, dass sie zu einer Freundin nach der Schule mit nach Hause geht und beschreibt ja eigentlich auf dieser Seite, wie sie Schokolade kennenlernt. Und genau, also diese Seite ist wirklich besonders anspruchsvoll in der Hinsicht gewesen, da wir da mehrere französische kulturelle Referenzen haben, die dann auch noch in der Illustration festgehalten sind. Also wir haben zum einen, soll ich vielleicht erstmal auf den ersten Absatz auf Französisch lesen? Gerne, sehr gerne. On regardait Casimir en mangeant des petits écoliers pour le goûter. Je ne savais pas qu'il existait un nom pour ce moment de pause entre le déjeuner et le dîner. Ja. Also in diesem einzigen Absatz hat sich dann schon so haben sich alle Schwierigkeiten konzentriert, die man in diesem Buch so finden kann. Also wir haben diesen Casimir. Es ist eine Kindersendung mit einem Dino-artigen Wesen. Den sieht man in der Mitte. Den man jetzt als Deutsche nicht kennt. Und genau, also das war dann schon mal das erste Problem. Dann die Petits Écoliers, das sind die in Frankreich wirklich allbekannten Schokokekse, die halt dieses kleine Männchen, was man auch auf dem Bild sieht, drauf geprägt haben. Das ist schon, ja, also die schon immer so. Und genau, das kennt natürlich auch ein deutsches Kind, ein Deutscher nicht unbedingt. Genau, und dann zu guter Letzt haben wir den Goûter, den Kay, also die Autorin, kennenlernt. Diese Nachmittagspause, Kaffee und Kuchen, dieses Wort, das im Deutschen weder kulturell noch wörtlich keine Entsprechung einfach hat. Und da, genau, also bei diesem Satz haben wir auch, also diesem Absatz haben wir ziemlich lange auch diskutiert, was man da so machen kann, weil eigentlich klar ist, dass da irgendwas in der Übersetzung verloren geht. Also da kann man nicht alles mit übernehmen. Und genau, also ich habe mich bei Casimir entschieden, den Casimir halt beizubehalten, aber ein bisschen zu erklären. Also eine Kindersendung mit dem Dino Casimir.
zu schreiben, damit man doch auch ja, sieht, ah, das ist wahrscheinlich der auf dem Bild da, auch wenn man es halt nicht kennt. Und vielleicht für Interessierte, dann können sie halt nachschauen und ah ja, das gab es tatsächlich und so, dass man da ja nicht einfach so aus dem Nichts dann sich fragt, ja, was ist dieses Bild da eigentlich? Bei den Petits Écoliers war das natürlich schon schwieriger. Ich hatte zuerst überlegt, ob man irgendwie Leibniz-Kekse oder die Prinzenrolle oder irgendwie was sehr Deutsches da ersetzen kann, aber so oder so ja, haben wir jetzt da keine Lösung gefunden, wie man den Petit Écolier, also diesen kleinen Schuljungen da vom Bild mit in den Text reinkriegen kann. Also das haben wir jetzt Schokokekse genommen, weil es halt tatsächlich auf der Seite noch hauptsächlich um die Schokolade geht. Also diesen Aspekt von der Schokolade war, den haben wir jetzt hauptsächlich beibehalten. Aber ja. Das ist interessant, weil dann sieht man wirklich, wie man, wenn man übersetzt, dann übersetzt man auch oder man übersetzt nicht nur Wörter, also nicht nur einen Text, sondern die ganze Kultur, die dahinter steckt. Und natürlich kann man nicht eine Kultur übersetzen. Das wäre ein bisschen, also weiß ich nicht, wenn man, ich weiß nicht, ob es ein deutscher Äquivalent für Casimir gibt, wahrscheinlich nicht so. Aber das wäre komisch, wenn das dann plötzlich nur eine deutsche Figur wäre. Oder aber andererseits, wenn man das so lässt, dann könnten die deutschen Leserinnen das nicht unbedingt verstehen. Das ist wirklich ein Problem, also diese Dimension der Kultur, die hinter diesen Wörtern da steckt. Und was macht man damit? Und eben erschwert oder irgendwie noch eine Stufe, einen Gang höher geschaltet bei Bilderbüchern oder einer Graphic Novel, weil selbst wenn man jetzt eine Idee hätte, man würde aus dem Dino Casimir irgendetwas für deutsche Kinder oder sowas Bekanntes machen, hinge man daran, dass der gute rosa, nein, er ist eigentlich in Wirklichkeit eher orangefarbene Dinosaurier eben im Bild ist. Man muss also ja auch noch beim Übersetzen von solchen Texten darauf achten, dass die Bilder auch ihre Geschichte erzählen oder illustrieren. Eine Frage in dem Bereich, könnte man sich anmaßen, es ist vielleicht eine ganz naive Frage, aber mit der Autorin oder dem Autoren zu sprechen und zu sagen, könnte man eventuell das Bild leicht ändern, natürlich nicht Casimir mit dem deutschen Äquivalent ersetzen, aber weiß ich nicht, etwas, was weniger kulturell konnotiert ist, oder ist es da ein absolutes No-Go und Bild ist Bild und muss so bleiben? Vielleicht eher eine Frage für Tobias. Also ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Weil das verändert ja dann auch wirklich ihre, also ich meine, sie beschreibt ja, wie sie die französische Kultur kennenlernt. Und das ist ja auch im Rest vom Buch, also hier ist es jetzt extrem, das Beispiel. Aber auch sonst merkt man ja schon, dass sie in Frankreich angekommen ist und dass sie das kennenlernt. Ich weiß nicht, inwieweit man das dann so ändern darf, kann, soll. Ich denke, da gibt es mehrere Ebenen. Das eine ist das, was Desiree gesagt hat, also sozusagen die erzählerische Ebene. Und in dem Falle erzählt eben die Autorin nicht irgendein Märchen in irgendeiner Welt, die man vielleicht an unsere anpassen könnte, sondern sie erzählt ihr Aufwachsen in der französischen Kultur. Das ist das eine, was daran schwierig ist. Und das andere sind dann außergeschichtliche Dinge, und die sind dann ganz banal. Hat die Autorin noch Zeit? Wer zahlt das Honorar für die Änderung der Illustration? Wie ist es technisch machbar? Also aus all diesen Gründen und vor allen Dingen den letzten ist es, glaube ich, im Alltag, also im Berufs-, nein, im buchherstellerischen und Verlagsalltag sicher kein völliges No-Go, aber sehr, sehr selten. Ja. Desiree, kannst du vielleicht weiter deine Übersetzung ein bisschen präsentieren und erklären? Ja, dann kommen wir vielleicht zum Goûter. Also im Französischen lernt sie halt dieses Wort kennen und erklärt es in dem zweiten Satz, dass sie nicht wusste, dass es für diesen Moment zwischen Mittag und Abendessen tatsächlich einen Namen gibt. Und das war natürlich, ja, das konnte man so im Deutschen nicht übernehmen, weil wir halt im Deutschen keinen Begriff dafür haben.
Da hatte ich im ersten Satz jetzt nachmittags draus gemacht, einfach ja, schlicht einfach nur die Zeit benannt. Und genau, beim zweiten hatten wir ein bisschen hin und her überlegt, was da eigentlich das Wichtigste ist, was in der Übersetzung unbedingt rüberkommen muss. Und ja, und wir haben jetzt wirklich auf die Tageszeit und das Süße uns konzentriert. Also ich habe dann jetzt schlussendlich, ich hatte gar nicht gewusst, dass man zu dieser Tageszeit Süßes aß. Also ist natürlich nicht das, was im Französischen da steht. Das ging einfach schlicht nicht. Aber halt auch mit diesem, ja, mit Casimir ist die Tageszeit auch vom Bild her aufgenommen, mit dem Petit Décollier, das Süße, dass man da, ja, jetzt so versucht, das so gut wie möglich einfach aufzunehmen und dass es auch einfach der deutsche Leser nicht darüber stolpert und sich fragt, ja, was schreibt ihr da eigentlich? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Also dass es wirklich im deutschen Text logisch ist. Ich finde, wenn ich da kurz eingreifen darf, sehr interessant, weil man könnte sich vorstellen, übersetzen, dass es gibt das, was gesagt wird in der Originalsprache und man muss es wirklich unbedingt rüberbringen. Und eigentlich geht es nicht darum, sondern man versucht, dass das, was in der Originalsprache sehr fließend und natürlich wirkt, das muss genauso fließend und natürlich in der anderen Sprache wirken. Und wahrscheinlich muss man dafür ein bisschen mit Verlusten zurechtkommen können, oder? Ich meine, dieses Petit Écolier zum Beispiel ist nicht mehr da so ein Marqueur, würde man sagen auf Französisch. Es ist nicht mehr so konnotiert, also die Übersetzung mit diese Schokokekse. Aber gut, es geht nicht anders, dann muss man das so machen. Oder wie ist es? Ja, in einem Optimalfall versucht man natürlich schon immer alles mitzunehmen, was geht. Und hier jetzt mit tatsächlich durch diese Beschreibung von dem Goûter, wo es halt keine Entsprechung gibt, ging das leider nicht. Aber das tut dann schon so im Übersetzerherzen weh, muss ich sagen. Aber ja, man muss halt wirklich versuchen, das so alles so viel wie möglich mit rüberzunehmen und dann einfach, wenn es nicht geht, dann aber so weit wie möglich auch in dieser Stimme zu bleiben, die sie sonst hat, um in dieser Logik zu bleiben, damit der deutsche Text einfach inhaltlich logisch und in sich stimmig ist. Und vielleicht, ja. Wenn man jetzt sagt, also beim Übersetzen geht es darum, sozusagen zu übertragen, was da steht, kommt, finde ich, sofort die Gegenfrage, was steht denn da? Also ich glaube, beim Übersetzen, wir müssen uns halt immer wieder überlegen, was transportieren auch einfache Sätze? Transportieren sie, wie hier beispielsweise, oder appellieren sie oder sprechen sie beim Leser etwas an, was der sofort kennt? Also ein französisches Kind kennt beides sofort. Und wenn ich das etwas so übertrage, ist bei dem deutschen Leser eben diese Kenntnis gar nicht da. So, ich muss mich also schon da entscheiden, was steht denn für einen, der das nicht kennt, da? Und wobei kann ich ihm sozusagen beim Verständnis helfen? Und was ist sozusagen das, was eigentlich gemeint ist? Und in so einer Situation, um das jetzt noch beispielhaft zu sagen, ist gemeint eigentlich am Nachmittag haben die Kinder sozusagen eine Pause. Für die Franzosen klingt natürlich noch mit nach der Schule, das kann man nicht bei der Übersetzung nicht auch noch übertragen. Und was sie da essen speziell, ist vielleicht dann eben nicht so wichtig, aber entscheidend ist das Süße. Ja. Ja, also dieser erste Satz oder diese zwei ersten Sätze, der erste Abschnitt, kondensiert oder konzentriert eine ganze Anzahl an Problemen. Da sieht man wirklich, übersetzen kann man nicht einfach so unterschreiben, sondern da ist eine ganze Interpretationsarbeit dahinter. Das ist spannend. Aber ja, vielleicht Desiree weiter? Ja, sollen wir weitergehen? Okay, ja, also bei dem nächsten Absatz jetzt, oder? Ja, gern, also, ja. Also, je n'aimais alors pas encore le chocolat. À Hong Kong, j'ai grignoté toutes sortes d'aliments déshydratés, mais pas le chocolat. Also, ich habe das übersetzt mit, damals mochte ich Schokolade noch nicht.
In Hongkong habe ich allerlei Gedörrtes geknabbert, aber keine Schokolade. Also das war jetzt von der Übersetzung her im Vergleich zum ersten Absatz doch ein bisschen einfacher. Also bei mir war jetzt vor allem auch dieses Aliment déshydraté, wo ich allerlei überlegt habe, was man so sagen könnte und dann auch ziemlich viel so recherchiert habe, wie man dann mit Dörrfleisch und was man da so alles, ja, wie man das so sagt mit den getrockneten Früchten und so. Genau. Und im deutschen Satz habe ich auch die Satzstellung ein bisschen geändert, also dieses damals nach vorne geschoben als Gegensatz dazu, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Schokolade noch nicht mochte oder beziehungsweise auch einfach noch nicht kannte. Ich hätte eine Frage tatsächlich noch zum ersten Abschnitt, weil das ein bisschen das betrifft, was ich mit der Kindersprache meinte. Bei diesem en mangeant des petits écoliers, bei der Zeile 1, hast du mit wir futterten dabei Schokokekse. Und das finde ich ganz spannend, weil auf Französisch ist es en mangeant relativ neutral und du hast dieses Futtern, das ein bisschen schon, also vielleicht nicht Kindersprache, aber ist schon eine Sprache vielleicht für Kinder oder so. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, ich glaube, das war vor allem, um diesen Goûter ein bisschen reinzubringen, wo er nicht war. Also das beim Goûter, das ist doch also schon in Frankreich dieses gemütliche Dasitzen und seine Schokolade futtern. Also das kommt mir dann so wirklich dann in den Sinn, wenn ich diese Szene mir so vorstelle. Da kam mir das, also einfach da nur Essen zu schreiben, das kam mir doch ein bisschen zu flach vor. Und wie gesagt, für mich war das dann so ein bisschen die Kompensierung für das Goûter, was ich weglassen musste. Ja, das ist spannend, was du sagst mit Kompensierung, weil da sieht man, wir haben vorhin ein bisschen vom Verlust gesprochen und da sieht man doch, es gibt die Möglichkeit, diese Verluste zu überwinden oder zu kompensieren, indem man an anderen Stellen vielleicht ein bisschen mehr übersetzt oder wie ist es? Also wie verfährt man in solchen Fällen? Ja, also das kann man schon versuchen. Vielleicht kann der Tobias da hat ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Aber ansonsten schon, also wenn jetzt ein Wortwitz oder so eine Redewendung jetzt mit dem Goûter einfach wegfällt, dass man da schon versucht, das insgesamt in der Stimme von dem Text schon so darzustellen, dass da nichts im großen Ganzen auch verloren geht. Wenn ich was sagen soll, dann kann ich nur sagen, ja, genau so. Weil man hat ja immer die Situation, dass man irgendwie die gesamte Szene oder das gesamte Kapitel oder den Stil oder was auch für sich spürt und merkt dann eben automatisch, glaube ich, wenn irgendwo was fehlt, dass man das Bedürfnis empfindet, das irgendwo anders oder auf einer anderen Ebene wieder etwas reinzuholen, was man vielleicht auf der verbalen oder Ebene erstmal nicht unbedingt retten kann. Mhm. Jetzt vielleicht eine letzte Frage, nicht unbedingt zu dieser Seite, aber weil da stellt sich das Problem nicht, es wäre über den Zusammenhang zwischen Bild und Text. Da merkt man, also das sieht man in diesen Bildern hier, da war kein Problem des Zusammenhangs, auch kein Problem, wenn der französische Text auf Deutsch kürzer wird oder länger wird. Aber wurdest du mit solchen Problemen konfrontiert, dass deine Übersetzung gar nicht mehr so richtig reingepasst hat neben ein bestimmtes Bild? Oder weil man hört oder man könnte sich vorstellen, dass die deutsche Sprache vielleicht kompakter ist, die französische Sprache braucht mehr Raum, um das Gleiche zu sagen. Vielleicht ist es nur ein Klischee, das ich habe, also nur eine falsche Vorstellung, aber so, dass es tatsächlich zu solchen Problemen der Länge oder der Kürze kommen könnte. Gab es solche Probleme im Laufe deiner Übersetzung? Ja, also ich habe dieses Wochenende jetzt alle Texte eingesetzt, weil ich habe an sich jetzt bei der Übersetzung immer mit Word einfach den normalen Text gearbeitet und jetzt erst alles eingesetzt. Also ich habe natürlich auch die Schrift nicht, weil das die digitalisierte Handschrift der Autorin, Illustratorin ist, im französischen Original, die hatte ich natürlich jetzt nicht zur Verfügung.
Aber es war schon an ein paar Stellen, wo ich jetzt beim Einsetzen gemerkt habe, das passt nicht hin. An sich haben wir natürlich von Anfang an aufgepasst, dass wir da nicht ausschweifen und erklärend übersetzen, was dann ein bisschen länger ist oder so. Also an sich hatten wir da schon von vornherein darum aufgepasst, dass ich da ja nicht zu sehr ausschweife. Aber bei ein paar Mal, dann ist es auch einfach, die Worte sind dann anders. Also einmal beschreibt sie, macht sie eine Doppelseite über Namen und dann sagt sie halt auf Französisch mes noms et prénoms und dann etc. etc. Und das ist auf Deutsch dann, wäre mein Vorname und mein Nachname und das ist einfach viel, viel länger. Und ja, da habe ich jetzt musste ich jetzt kürzen auf meinen Namen. Es ist dann, ja, wäre vielleicht nochmal anders, wenn man auch die richtige Schrift hat. Ich habe es halt jetzt ein bisschen approximativ gemacht, aber das kommt schon vor, dass ich aus Fahrrad Rad machen musste oder sowas, also Kleinigkeiten. Also ganz schlimm war es jetzt nirgends, aber so Kleinigkeiten musste ich jetzt schon teilweise noch anpassen. Es ist schön zu hören, dass es zumindest keine absolute Unmöglichkeiten gab. Es gibt dieses Dictionnaire des Intraduisibles, glaube ich, auf Französisch. Und das wäre schon schade, wenn es in dem Fall ganz intraduisible gegeben hätte. Also gut, dass es dann nicht so weit kam. Vielleicht können wir zurück in die andere Ansicht wechseln. Oder wolltest du noch bestimmte Punkte von dieser Seite vorstellen? Nee, ist gut. Okay. Naja, ich hätte jetzt eine Frage an Tobias, weil, wie ich schon ein bisschen gesagt habe, interessiert mich diese Idee der Subjektivität, wenn man übersetzt. Und Tobias, du hast die Arbeit von Desiree, also die Übersetzungsarbeit von Desiree, paar Wochen mitverfolgen können. Und hast du daraus irgendwie eine bestimmte Subjektivität oder einen bestimmten Stil, der als Übersetzerin da wahrgenommen, unter anderem, weil du bei bestimmten Stellen anders übersetzt hättest, so dass sich ex negativo sozusagen eine bestimmte Persönlichkeit der Übersetzerin sich herauskristallisiert? Könntest du da ein Wort darüber sagen oder ist es schwierig und so irgendwie das auf einen Nenner zu bringen, vielleicht ein bisschen zu diffus? Ich finde es schwierig. Also ich hatte schon an manchen Stellen klar den Eindruck, das macht die Serie jetzt anders, als wenn ich es schreiben würde. Aber ich, also ohne das jetzt genau benennen zu können, und es würde mir dann, glaube ich, schon... Oder nicht, es würde. Es fällt mir schon sehr schwer, daraus jetzt irgendwie eine grundsätzliche Linie oder einen Charakter oder einen bestimmten Stil oder sowas abzuleiten. Ob das an dem Text, an der Kürze des Textes liegt oder wüsste ich jetzt gar nicht, aber nee, also die Kurzfassung lautet, glaube ich, nein. Okay. Jetzt eine andere Frage zu Freiburg. Gehen wir zurück ein bisschen zu konkreteren Sachen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Milieu der Übersetzerinnen in Freiburg sehr lebendig. Und ich wollte wissen, ob du, Desiree, die Gelegenheit hast, dich auch, also ob du bisschen mit diesem Milieu verkehrt hast in den 6 Wochen, hast du andere Übersetzer, Übersetzerinnen gesehen als Tobias? Ja, also ich hatte ja das Glück, dass in der ersten Woche, als ich da war im Oktober, von der Übersetzerwerkstatt hier in Freiburg, dass das noch vor Ort im Literaturhaus stattfinden konnte. Und da war ich dabei, das war sehr schön, dann doch noch in echt, vor die Einschränkungen kam, ja, persönlich die Übersetzerinnen kennenzulernen und auch per Chat, also ein zweites Mal habe ich nochmal per Chat mitgemacht, das war dann auch noch sehr nett. Und ja, Ulrich Prüfrock habe ich auch persönlich gesehen, ist ja auch hier in Freiburg. Ja, das war, ja, also ich denke schon, dass ich jetzt noch trotz allem einen ganz guten Einblick hatte und hoffe natürlich, dass ich in Wolfenbüttel bei der VDU-Jahrestagung dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ja, dann doch noch die ein oder andere nochmal wiedersehe, ohne Maske und in echt, genau.
Ja. Und hast du auch im Rahmen von dem literarischen Tandem an anderen also Veranstaltungen, an, weiß ich nicht, Schulen, Uni, an der Uni hier teilgenommen, also dass du ein bisschen deine Arbeit präsentieren konntest oder? Ja, ich hatte ja ich hatte ja das Forschungskolloquium Kleinstudierenden von Master Interkulturelle Studien. Es war das erste Mal, dass ich so bei einem Workshop eingeladen war und ich fand das sehr, sehr spannend und habe mich auch sehr über das Interesse gefreut. Ich hoffe halt, dass die Studierenden da auch einen ganz guten Einblick vom Literaturübersetzen in das Literaturübersetzen bekommen haben. Genau, das fand ich sehr schön. Und ansonsten habe ich diese Woche beim Masterstudiengang deutsch-französische Journalistik ein kleines Filmprojekt gemacht. Also ein Tandem hat dann eine kleine Reportage sozusagen über das Stipendium, über unsere Mentoratszusammenarbeit gedreht. Da bin ich auch schon noch sehr gespannt auf das Resultat. Genau. Und ansonsten vom Frankreich-Zentrum her habe ich eine kleine Postkarte entworfen. Das hat auch die schön. Erste Stipendiatin, die Berliner Autorin Helene Bukowski, hat das auch gemacht, eine sehr schöne Postkarte. Und das durfte ich jetzt auch und das war auch ganz nette Erfahrung. Ich bin mal gespannt auf das Resultat. Ich will jetzt nicht vorgreifen und die Spannung lassen, aber ich habe tatsächlich die Postkarte von der Autorin gesehen, das ist aber ihr Text. Bei Übersetzen musstest du Original und Übersetzung haben oder ich will, musst aber nicht zu viel verraten natürlich. Ich habe tatsächlich von einem Originaltext, wo die Autorin über Hongkong, ihre Erinnerungen an Hongkong schreibt, habe ich frei nach Freiburg umgeschrieben. Ah. Genau. Okay. Ja. Also das Original ist nicht wirklich die Übersetzung ist nicht wirklich die richtige Übersetzung des Originals, aber frei angepasst. Okay. Genau. Aber das Original steht auch mit drauf. Schön. Jetzt ein paar letzte Fragen. Hattest du dir ein bestimmtes Ziel gesetzt, bevor du nach Freiburg gekommen bist, eine bestimmte Anzahl an Seiten, die du übersetzen wolltest und hast du es erreicht oder war es eher vage? Also ich hatte jetzt keinen Verlagsvertrag für das Buch, deshalb ging es tatsächlich eher um das Üben, um das Feedback von Tobias, damit ich mich einfach beim Übersetzen verbessere und ich hatte mir halt auch jetzt Kapitel rausgesucht, bei denen auch eher diese allgemeinen Problemstellungen bei Übersetzungen, wo ich da eher so konfrontiert mit war, damit ich mich wirklich üben konnte. Deshalb hatte ich mir jetzt keine genaue Seitenzahl fixiert, aber ich finde, dass ich ein bisschen mehr übersetzt habe, als ich so erwartet hatte. Und mit, wie geht es weiter mit dem Projekt? Hast du schon bestimmte Verlage kontaktiert? Oder? Ich hatte schon vorher auch Verlage kontaktiert. Da war jetzt bisher, ist aber noch nichts bei rausgekommen. Ich werde jetzt nochmal bei ein paar neuen anschreiben und Daumen drücken, dass ich jemanden dafür begeistern kann, so wie ich dafür begeistert. Ja, ja, sehr schön. Und ganz allgemein, du bist nach Freiburg gekommen unter ganz besonderen Bedingungen und mit quasi Lockdown und so weiter. Hast du trotzdem deinen Aufenthalt hier ein bisschen genießen können, obwohl du wahrscheinlich, das waren natürlich nicht so die ideale Bedingungen. Ja, nein, ideal war es natürlich jetzt nicht, aber es war jetzt kein so strenges Lockdown, wie ich das in Frankreich im Frühjahr hatte. Von daher konnte ich ja wirklich sehr spazieren gehen, eigentlich wie ich wollte. Und das war natürlich sehr schön, dass ich jetzt trotzdem die Stadt kennenlernen konnte und auch in der Umgebung. Also man kann ja wirklich so schön spazieren hier. Das habe ich ja auch ausgenutzt und haben wir auch bei den Arbeitsspaziergängen ausgenutzt, das dann wirklich die Gegend zu entdecken. Und von daher konnte ich schon die Stadt und den Aufenthalt schon genießen, ja. Stimmt, die Situation ist hier nicht so gut, aber die ist trotzdem besser als in Frankreich. Immerhin. Und vielleicht, Tobias, eine letzte Frage an dich. Was hast du für einen Mehrwert vielleicht, um das ein bisschen pragmatisch zu nennen, für einen Mehrwert für deine eigene Übersetzerpraxis aus diesem Tandem genommen? Was hat dir das gebracht für deine eigene Arbeit als Übersetzer?
Also zunächst mal hat es, glaube ich, für die eigene Arbeit gebracht, was jeder Austausch bringt, nämlich irgendwie, dass man, wenn man Texte von anderen kritisch anguckt, merkt so, ah, okay, vielleicht bin ich an meinen eigenen Arbeiten nicht so kritisch und kann auch das übertragen. Also ich glaube, es ist schon immer wieder ein vielleicht so irgendwie sich selbst prüfen oder irgendwie reflektieren, was man da eigentlich tut und wo man vielleicht noch genauer sein kann und wo man vielleicht auch selber nochmal sich dazu animieren kann, ein bisschen mehr Abstand zu haben und so. Und das ist das eine, aber vielleicht sollte da der, weiß nicht, egoistische Mehrwert des auf der Mentorenseite gar nicht so groß sein. So, also ich denke mir, der Mehrwert war vielleicht, oder also was ich an diesem Mentorat einfach schön fand, dass ich auch einfach die Gelegenheit hatte, irgendwie Dinge vielleicht ja irgendwie zu vermitteln oder weiterzugeben. So, das wäre jedenfalls meine Absicht gewesen bei der Sache. Und das finde ich, trotz der aktuellen Situation, war das eben doch im Großen und Ganzen gut möglich. Also Desiree hat es ja gesagt, wir haben uns ein paar Mal in ihrer Wohnung da getroffen, also da in dem Gästehaus der Universität, haben irgendwie große Loretto Berg und ich weiß nicht was, Ausflüge gemacht oder Spaziergänge gemacht, wo wir einfach, also man kann ja ganz viel Dinge besprechen, auch beim draußen sich an der frischen Luft ergehen. So, das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm, schön. Ich weiß nicht, ob ich noch Aspekte vergessen habe oder ob ihr noch etwas zu sagen habt. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass wir einen guten Panorama gesehen haben. Ja, dann würde ich langsam abschließen. Ich bedanke mich bei euch wirklich für das schöne Gespräch und ich habe viel jetzt bekommen über was ist Übersetzen und das ist nicht nur eine Arbeit, die man allein macht, sondern auch zu zweit und dass es möglich ist, sogar zu zweit zu übersetzen, ohne dass man sich immer in die Haare kriegt. Das ist sehr schön zu erfahren. Und ich hoffe, ich wünsche dir, Desiree, viel Glück bei der Fortsetzung des Projekts. Ich hoffe, dass das Buch einen Verlag findet, weil ich finde, das ist ein super schönes Buch. Genau. Und sonst, glaube ich, können wir uns verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. War wirklich, also ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit, trotz allem hier in Freiburg, sehr, sehr lehrreich. Und bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es stattfinden konnte und dass ich hier sein konnte. Schön. Dann? Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Allgemeines Auf Wiedersehen. Tschüss.